Hi, ich bin Randy und heute machen wir Praktikum bei Ugis Gemüsekebab. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz. Nein. Guten Morgen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und herzlich willkommen vor Ugis Gemüsekebab. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Ugis öffnet, glaube ich. Chef, um wie viel Uhr machst du immer auf? Elf. Um 11. Ja. Und um 6 Uhr sind die ersten Leute da, die zubereiten. Das hier ist Ugis. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke, dass ich bei dir Praktikum machen darf. Danke, dass du bei mir Praktikum machst. Das ist auf jeden Fall der Chef der Filiale. Wir schauen heute, was auf uns zukommt. Was kommt auf uns zu? Döner. Döner? Döner. Also darf ich jetzt direkt Döner machen, oder was? Du darfst direkt Döner machen, Bro. Los geht's. Also, Ladies and Gentlemen, hier sind noch Ablagen sind leer. Tomaten sehe ich schon vorbereitet. Bisschen Zwiebeln sind schon geschnitten. Zum Glück, weil Zwiebeln schneiden ist nicht mein Ding. Hier ist auf jeden Fall noch viel, das geschnitten werden muss. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Gut, danke. Hier wird auf jeden Fall auch schon geschnitten. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut, danke. Ab jetzt bin ich offiziell Mitarbeiter. Hättest du dir jemals gedacht, dass Randy jetzt um diese Uhrzeit bei dir im Laden steht? Hätte ich nicht vor. Ist ja auch noch nicht sicher, ob das gut ist, oder? Wahrscheinlich mein teuerster Mitarbeiter. Teuerster Mitarbeiter und schlechtester. Ja, das geht schon, oder? Ja. Bei dir haben schon Leute Praktikum gemacht, oder? Ja. Wie läuft das ab? Jemand ist da, macht jetzt ein Praktikum bei dir. Früher wusste ich das noch. Ja. Mittlerweile habe ich Momo, der dann die ganzen Aufgaben erteilt. Also fragen wir ihn jetzt, oder was? Was der sagt. Momo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Praktikant heute und Chef meinte, du bist Chef. Was muss ich jetzt als erstes machen? Nein, Ahmed. Wo? Ahmed. Wo? Ahmed. Ich weiß nicht, Ahmed. Nein, sag mir. Ich verstehe dich schon, sag. Ich verstehe. Ich verstehe. Sagst du, was muss er machen? Könnte schwierig werden mit dem Praktikum heute. Machen wir die Szene nochmal. Ja. So, Momo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin heute Praktikant. Was muss ich als erstes machen? Jetzt? Du wirst Geld. Ich muss kehren einfach. Das, ja? Okay, was? Dass sie schon gekehrt wurde. Aber wir machen einfach weiter. Als hätte ich noch nie in meinem Leben gekehrt. Alla, komm mal kurz hierher. Das ist ein Zigarettenstummel. Den kann man nicht mal wegkehren. Aber jetzt checke ich erst, wie heftig diese Teile liegen bleiben. Ey, aber ich muss mal wirklich wegwerfen. Schau mal an. Ein Zigarette. Oha! Das ist ein Glitch, oder? Das ist nicht echt. Schau mal an, ist so ein Sticker. Also, Momos Chef, oder willst du jetzt mir die nächste Aufgabe geben? Sonst wird das eine schwierige Nummer heute. Was machen wir als nächstes? Ich bin wieder voll nicht Tomaten. Wenn ich Döner essen gehe, denke ich gar nicht daran, dass Mitarbeiter um 6 Uhr morgens dastehen und das vorzumachen, um das alles vorzubereiten. Der Laden macht 5 Stunden, bevor es überhaupt Döner gibt, schon auf. Das hier alles wird heute noch verarbeitet. Ja. Ich frage mal Momo jetzt, ob ich auch ein bisschen Tomaten schneiden kann. Nicht, dass er mich jetzt wieder... Jetzt muss ich wahrscheinlich Fenster putzen oder so. Ich bin fertig mit Kern. Fertig? Ja, ich bin fertig. Okay. Nächste Arbeit? Ja, bitte. Tisch und Sessel. Abwischen? Ja, abwischen. Okay. Tisch und Sessel. Dankeschön. So, Ladies and Gentlemen, dann werden jetzt Tische gewischt. Wir sind auch hier, um Praktikum zu machen. Ich will auch, dass, egal wo ich das Praktikum mache, bei welchem Betrieb auch immer, dass ich wirklich durchgehe wie ein Praktikant. Nicht wie Randy, der YouTuber. Ich bin hier, um alles zu erledigen und auch um zu zeigen, wie das hier so läuft. So, macht man die Stühle auch? Damit die einmal frisch sind, wenn man sich hier hinsetzt. Ich muss mal Ugis fragen, ob der auch... Pullis hat. Mitarbeiterpullis. Also, das Gute ist, ich durfte. Ersten Mitarbeiter kommen hier um 6 Uhr morgens an, aber da die Arbeit immer die gleiche ist, die sind einfach am Vorbereiten vom Gemüse, blablabla, konnte ich jetzt auch um 8 Uhr kommen oder 7.30 Uhr, was sehr entspannend ist. Aber eigentlich, wenn man hier wirklich arbeitet, ist man 6 Uhr morgens hier. Das sind Sachen, die man nicht so weiß, nicht so mitbekommt. So, wir sind fertig. Also, wenn ich heute überhaupt einmal einen Döner schneiden darf oder so, das wäre ein Wunder. Aktuell haben wir gekehrt und Tische sauber gemacht. Praktikant als Putzmann heute. Muss hier drin eigentlich auch was sauber gemacht werden und sowas? Ist ja eigentlich schon alles sauber. Alles schon sauber? Ja. Momo, ich bin fertig. Nächste Aufgabe. Wollen wir. Was? Wollen wir. Ich
Ich weiß nicht, ob ihr das vorher gesehen habt. Ich habe das immer ein bisschen abgefilmt. Da lagen meiner Meinung nach 3 Kilo Tomaten. Ist das richtig? Wie viel Kilo Tomaten hast du gerade geschnitten? 30. 30 Kilo? Im Ernst jetzt? Oh, shit. Ja, also das war gerade crazy. Und das hat nicht lange gebraucht. Hätte ich das geschnitten, wird der Laden um 13 Uhr aufmachen. Jetzt wird Paprika geschnitten, oder? Ja. Wie viel Kilo Paprika sind das? 20. 20 Kilo? 20 Kilo, ja. Nur für heute? Für heute, ja. Ah, okay, das sind wirklich, das ist ja richtig schwer. Das kann ich nicht mal mit einer Hand anheben. Ich habe gedacht, das sind vielleicht 3-4 Kilo. Oder das. Also du schneidest eigentlich an einem Tag so über 100 Kilo Gemüse, oder? Ja. Das ist so gesagt das ganze Gemüse, das hier fürs Grillgemüse ist. Das ist ja ein Gemüsekebab, der hier hauptsächlich verkauft wird. Man kann auch ohne nehmen. Ich nehme auch hin und wieder ohne. Aufgabe Nummer 3, was muss ich machen? Trinken, ja. Auffüllen. Und du hast gesagt, ich soll zu Momo gehen. Ja. Beide heißen Momo, es ist egal, wenn ich frage, oder? Wir füllen jetzt die Getränke auf, das wird Aufgabe Nummer 3. Ich muss mir jetzt grob im Kopf merken, was wir brauchen. Wir sind aber in der heutigen Jahreszeit. Ich werde jetzt Foto von den Kühlschränken machen. Gibt es extra so einen geilen Hubwagen, den sie hier haben? Gesponsert von Blinkist. Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos, Blinkist. Und einen absoluten Klassiker. Die Frankenstein, den ich nie geschafft habe zu lesen, habe ich in 15 Minuten näher kennengelernt. Und auch direkt herausgefunden, dass das Monster nicht Frankenstein ist, sondern der Wissenschaftler, der das Monster erschaffen hat. Blinkist fasst ganze Hörbücher in 15 bis 25 Minuten auf die wichtigsten Inhalte zusammen und hat über 6600 verschiedene Sachbücher und Podcasts. Ihr könnt auch Sachbücher oder Podcasts downloaden und offline im Flugzeug hören. Viel Spaß damit. Es ist wirklich super einfach gemacht, um passende Themen für euch zu finden und Informationen so schnell wie noch nie aufzunehmen. Wahrscheinlich geht es euch genauso wie mir, denn ich habe das Interesse verloren, Bücher zu lesen, weil es mir einfach manchmal zu lang dauert. Arbeit hier, da noch ein Termin, da noch dies. Blinkist. Und über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr direkt die App herunterladen und 7 Tage kostenfrei nutzen. Und obendrauf habe ich noch für euch minus 25% auf die Premium-Version. Viel Spaß damit, Leute. Ich bin noch da für euch. Danke an Blinkist für die Unterstützung der Videos. Und jetzt gehen wir weiter, Kühlschränke auffüllen. Garen. Heißt ich jetzt auch Momo eigentlich? YouTube-Kanal heißt ab jetzt Momo Gamble. Ja, denn. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass irgendwer immer diese Kühlschränke voll macht, um ehrlich zu sein. Also ich werde das jetzt so machen, da es zum Beispiel jetzt diese Cola Zero Dosen nicht gibt. Weiß nicht, ob das legal ist, aber einfach so. So, Emblem immer vorne, so, dass immer überall Coca steht. Weiß jetzt auch nicht, was daran gut ist, aber warum heißt es überhaupt Coca? What the f***? Und hier machen wir den gleichen Trick. Dass diese Zahl hier ungerade ist, macht mich sehr, sehr verrückt. Ja, so, dann ist 1-0 für diesen Karton, Alter. Ich schenke das auch. FS Bier. Kann man machen. Ich trinke immer, wenn ich hier bin. Ab 16 Jahren natürlich in Deutschland. In Amerika 21. Damit man jetzt ein bisschen politisch korrekt ist. Eins muss ich aber sagen, die haben trotzdem einen entspannten Job. Du bist nicht immer da, oder? Die machen einfach in ihrer Geschwindigkeit, bauen auf und fertig. Also es ist nicht so mit Stress verbunden für die. Du sollst halt irgendwann fertig sein und ja, mehr will ich eigentlich nicht. Um 8 kann man mal ein Bier trinken auf entspannt. Nein, Spaß natürlich nicht. Wie ist es? Hast du so einen bestimmten Dönerschneider? Nein. Früher habe ich das mit dem Säbel gemacht. Okay. Aber es gibt halt schwer jemanden zu finden, der einen Säbel schneidet. Mit Messer ist nicht einfach, oder? Allrounder, das ist vor allem hier. Okay. Früher habe ich das alles alleine machen müssen. Also. So wie eigentlich jeder am Anfang. Abgesehen vom Mitarbeiter leisten, ja. Die Verantwortung jemand anderen zu übergeben, das ist halt das Schwierige, finde ich. Okay, macht er das so wie ich? Macht er das? Jetzt komme ich um 11 und ich weiß, die Jungs machen das perfekt. Ja. Besser als ich jetzt machen würde. Ich kann es nachvollziehen. Weil in meinem Job ist es immer so die Frage, wann gibt man ab, wie die Videos geschnitten werden. Und ich habe keinen Bock, ich werde das auch nicht abgeben. Die geben sich nicht so viel Mühe wie ich mir selber. Die Kühlschränke sind grob aufgefüllt, so gut es jetzt erstmal geht. Also ich bin eh nicht der beste Schneider. Ich höre schon, wie die Messer wetzen und sowas. Wir schauen mal jetzt, ob wir ein bisschen beim Gemüseschneiden unterstützen können. Hast du schon alle Paprika fertig? Ja. Leute, ich habe einfach nur geschafft, den Kühlschrank aufzuräumen. Er hat 40 Kilo Paprika geschnitten. Welche Größe ist es? S? LL. LL Cool J. Oh, langsam gefällt dir das, glaube ich, ne? Dieses Schäfchen. Der hat Spaß, gell? Wie dick? So dick? Ja. Ja? Ja. Habt ihr gesehen, wie schnell er... Er hat einfach nur so gemacht. Das würde ich niemals hinbekommen. Ist gut von der Geschwindigkeit. Auf was denn? Finger.
Das ist ein bisschen zu dick, oder? Ja, nein, nein. Ist okay? Super, super. Also das hier ist Präzisionenarbeit. Die Scheiben sind alle fast gleich dick. Ich sage ehrlich, ich habe viel langsamer geschnitten und viel schlechter. Bevor du deine Praktikanten an diese Arbeit lässt, müssen die alles andere erstmal beherrschen, gell? Es ist, so schnell. Wie lange machst du das schon? Hier. Wie viel? 2 Jahre schon? Zwei Jahre. Aller Verwalter, hast du es gesehen, wie schnell der Junge war? Es ist crazy. Ich versuche mal wenigstens nur gleich zu schneiden. Wenn du deine Finger so hältst, ja, okay? Ja. Und das Messer in die Richtung, okay? Ja. Nicht ganz so. Also nicht gerade? Nicht gerade, sondern so, dass du weißt, dass du schneidest dich nicht. Ja. Und immer weiter nach vorne, nach hinten passen. Das ist quasi dein Dings. Warte. Lass das Messer hinhauen einfach. Jawohl. Oh. Was dann? Oh. Oh, Bruder. Schau mal ganz kurz. Es ist Übung. Aber ja, ein paar sind zu dick geworden, ich sage ehrlich. Die sind zu dick geworden. Ich bin halt einfach keine Unterstützung. Die Arbeit ist gerade langsamer denn je. Aufgrund, dass ich hier drin stehe, halte ich die Jungs nur auf. War gut, aber ich werde hier keine Unterstützung sein. Wir gehen zur nächsten Station. Falls die Post mal Bock hat, dass Randy ein Praktikum macht, gib gerne Bescheid. Randy, ja. Keine Zeit, hey, 11 Uhr, fertig. Okay, was machen? Ja, ja, ja. Schnell. Holen wir Fleisch jetzt? Ja, schnell. Ich habe auch gerade mal die Postdame gefragt. Die machen 20.000 Schritte pro Tag, 2.000 Haushalte. Falls die Post es sieht, ja, kann ja sein. Oder falls ein Zuschauer irgendwie bei der Post ein bisschen was zu sagen hat, macht mal den Vorschlag, schreibt mir auf Instagram. Momo, ah nee, Alan, ah. Sorry. Momo ist der Mann der wenigen Worte. Respekt, wirklich. Momo Nummer 1 ist nicht mal rot im Gesicht. Also, Ladies and Gentlemen, dieser Spieß hat mich verarscht. Das ist mal ein Gerät. So, jetzt wird's. Soll ich helfen? Ja, ja. Ich sag ehrlich, ich sehe stärker aus als die Jungs, aber die sind auf jeden Fall stärker als ich. Eieieiei. Nicht, dass es heißt, der Chef macht nichts. Jeden Tag stimme ich das. Mich fallen lassen jetzt. Also auch mal wirklich interessant, das jetzt alles so mitzuerleben. Also ich habe auch sehr viel Spaß daran, genau dieses Format weiter durchzuziehen. Und am Ende des Tages kriege ich Einblicke, die man sonst nicht so einfach kriegt. Und auch ihr, was steckt hinter so einem Dönerspieß? Weil du meintest, das ist, ab nächster Woche haben sie es einfacher mit dem Spieß. Was passiert? Wir bekommen einen zweiten Dönerkühl. Das Fleisch wird dann aufgeteilt. Sagen wir mal, es ist irgendwas, Wetter ist zu schön, es kommen nicht so viele Gäste und sowas. Ja. Wie ist es mit dem Fleisch? Muss es weggeschmissen werden oder kann man das irgendwie dann wieder schockfrieren? Es muss leider weggeschmissen werden. Früher haben wir das im ersten Bezirk verteilt an die Obdachlosen. Was ist too good to go? Zu viel Arbeit. Also du schneidest alles runter, was noch da ja, ist genau. Und verkaufst es günstiger. Ja, oder? Das wird vorher, bei der App siehst du dann, wie viele Leute das bestellt haben. Ja. Sagen wir, du hast jetzt 20 Portionen für 3 Euro. Ja. Du machst 20 Portionen, das was noch da ist. Salat, Reis. Ah. Du machst eine schöne Portion, ist gleichzeitig auch eine schöne Werbung, wenn du es gut machst. Also da extra mit Papier. Dass die Schuhe nicht auf die Arbeitsplatte kommen. God damn! Jetzt muss da oben dieser Ring anrufen. Dieser Spieß ist nicht leicht. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie viel wiegt dieser Spieß? Du jetzt selber, du bist in der Dönerbranche schon etwas länger. Worauf achtest du am meisten und was ist für dich wichtig? Ich bin ja so ein Soßentyp. Deshalb ja. Habe ich auch viele verschiedene Soßen. Pferddöner mag ich zum Beispiel auch extrem ja. Sehr. Ich der jetzt nicht viele Soßen hat, sondern einfach Fleischgeschmack. Den mag ich auch sehr. Ja. Aber von Soßen her, A4 zum Beispiel, ja. Der hat auch super Soßen. Das sind so, wo du sagst, da bist du, gehst du auch manchmal selber vielleicht einen Döner essen. Ja, ja. A4, war ich da schon mal? Ich glaube schon. Der Spieß? Ja. Das Feuer wird angemacht, langsam wird es hier warm. Gefällt mir, weil mir ist ziemlich kalt gewesen die ganze Zeit im T-Shirt. Ich habe jetzt gedacht, dass man erst die Folie abmachen muss, ja, aber anscheinend nicht, sondern man lässt ihn einmal kurz durchlaufen, dann kann man die Folie viel leichter lösen. Die Folie wird nicht ins Fleisch reinschmilzen. Neue Fritteuse ist auch wieder da, es gibt Pommes, weil ich sehr, sehr oft eine Uggis Döner Bowl esse. Eigentlich esse ich keine wirkliche Bowl, sondern ich esse einfach Pommes mit Fleisch. Damit ich in Form bleibe, damit der Bizeps gut bleibt und der Bauch schön flach. Ja. Hast du Hunger, gell? Es gibt noch keinen Döner leider. Erst später. Erst später. Das ist kein Spielzeug. Hunde wollen es immer beißen. Oh, bist du zufrieden mit Randy? Soll er auf uns kommen? Randy gut. Kommen, nächste Woche auch. Randy gut.
Hat er gerade so alles einfach so gemacht, so geht's. Das sieht juicy aus hier, hä? Ich weiß nicht, die größte Unterstützung hier beim Dönerfleisch selber, aber das ist auch so, weiß ich, ich bin ehrlich, wenn ich da jetzt was fallen lasse oder so, dann... Gemüseschneiden haben wir mal gemacht, haben wir ein bisschen Einblicke bekommen. Ladies and Gentlemen, riecht sowas von lecker. Und ich freue mich auch schon, den ersten Döner zu essen heute. Momo Nummer 2, wie muss ich Brot schneiden? 10 Uhr, kurz vor 10 Uhr. So. So? Okay, super. Also da kann man jetzt echt nicht viel falsch machen. Das Ding ist, du musst dann mit der Handfläche kurz so eben bleiben. Ja. Weil sonst kann man es später nicht öffnen. Und so darf es eh auch nicht sein. Wie soll es sein? Habe ich zu weit geschnitten? So, mit der Spitze nach vorne. Ja. Dann so. Fertig. Ohne dieses. Ohne das hier. Ah, ohne dass sich das da hinten sammelt. Ich habe gedacht, beim Brotschneiden kann man nicht viel falsch machen. Du sagst noch am Anfang, da kann man hier nichts machen. Also da kann man jetzt echt nicht viel falsch machen. Am Abend fertig? Wie, am Abend? Ja, ach so, schneller oder was? Was? Aha. Okay. Ja, fertig. Fertig. Ja, fertig. Das Einzige, wo ich wirklich gute Arbeit gemacht habe, ist Kühlschränke. Schaut euch die Kühlschränke an. Habe ich wirklich ordentlich hinterlassen. Geschaut, dass Emblem so gesagt vorne ist. Ja, hier. Nice. Kameramann fast hätte Versicherungsprobleme bekommen. Ja, alles ordentlich gemacht. Ja, ist crazy. Also es muss schnell gehen. Zack, 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 zack. Hier ist keine Zeit für Gelaber, für YouTube. Also ich sage euch eine Sache, ich habe hier keinen Auftrag. Der Mann, der ist Sonic. In Schneiden, in dies, in bla, in... Es ist crazy, es ist wirklich crazy. Einmal ist mir passiert, da war der Spieß aber noch nicht so groß. Der hat Gott sei Dank nur, ich weiß nicht, 90 Kilo, aber nach der Mittagszeit also viel weniger. Einmal... Hör ich irgendwas, aber ich nehme das nicht so ernst, weißt du? Der Spieß fällt von hinten in meinen Rücken rein. Es war ein bisschen blutig und so. Spieß weggeschmissen, sofort einen neuen geholt und weiter geht's. Ah, mit dieser Stange in deinem Rücken. Der Stange in meinem Rücken. Momo, was wird jetzt? Was passiert? Salat schneiden. Ja. Salat schneiden? Ja. So? So. Weg. Ah, weg. Und jetzt schön dünn, so, oder? Ja, aufpassen. Ist gut? Ja. Wenn irgendwer von euch schlau mal in den Kommentaren denkt, der kann es besser, komm hierher, mach. Okay, tamam, jetzt. Ich mach jetzt so schnell wie du. Jala, jetzt reicht's. Kalas. Ich schwöre dir. Ist noch nicht perfekt, ich weiß, Momo, aber wird. Oh, oh, super, super. Wow. Damn. Egal, ja. Geht schon. Egal. Ja, ja, ja. Und dann spiel mal runter. Der ist doch kein Mensch, wie schnell ist der? Den haben Sie vor. Speziell für mich gezichtet. Auch eines der wichtigsten Sachen für mich in einem Döner. Limette oder Zitrone? Limette sogar noch lieber als Zitrone. So, jetzt bist du auch da, ja? Ja. Du bist ab jetzt der Chef, oder? Ab 11 Uhr. Ab 11 Uhr übernimmst du? Ja. Dass du die ganze Zeit im T-Shirt hier stehen kannst und ich schon Winteranzug hier wieder bin. Es ist so kalt. Also ihr seht mich, ich bin gerade eingepackt wie ein Eskimo. Es ist so kalt hier drin. Sumak, Essigbaumgewürz, eines der wichtigsten Gewürze überhaupt für mich. Er macht mit der Hand, mischt er nochmal alles durch, dass überall Sumakpulver dran ist. Ich frage jetzt mal Momo, ob ich Mittagspause machen darf. Momo, darf ich Mittagspause machen? Ja, halbe Stunde ist aber schnell. Halbe Stunde schnell? Ja, schnell. Halbe Stunde schnell, ich glaube, der meint 20 Minuten. Ja, 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 ja. Für alle, die sich auch fragen, wo wir hier sind, was ist denn die Adresse? Wir sind Karmelitermarkt hier. Karmelitermarkt 64. Im zweiten Bezirk, Ladies and Gentlemen. Was freundlich ist.
was Freundliches. Zur Mittagspause sind wir da bei meiner Lieblingspizzeria. Ja. Das Pizza-Quartier. Pizza-Quartier. Für mich die beste Pizza. Holzofen, neapolitanisch. Hi, grüß dich. Habt ihr schon offen oder noch nicht? Sehr gerne. Danke. Sehr gerne. Danke. Also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, warum du diese Pizzeria wählst, weil man kann hier aus dem Fenster immer noch deinen Laden sehen. Die Jungs können keinen Schmarrn bauen, ne? Momo, ich mach schnell eine halbe Stunde, mach dir keine Sorgen. Wir sind gerade zufällig auf das Thema gekommen. Blinkist, du nutzt es, oder was? Es gab sogar eine Aktion, als ich mich angemeldet habe. 75 ja. Euro für ein Jahr. Ja. Und du kannst eine Person einladen, die das mit dir ein Jahr benutzt. Nicht halt deine Bücher, sondern ihre eigenen, ah, okay. Eigenen Bücher. Also ich finde es echt super. Mittlerweile haben sie auch Bewertungen und so für jedes Buch. Das Beste ist, du suchst jetzt zum Beispiel ein Buch aus, okay? Feel Good Productivity. Das ja. ist die Bewertung, okay? Ja. Das ist jetzt 21 Bewertungen. Worum geht's? Wer diesen Titel lesen sollte? Ja. Feel Good Productivity. Und in 15 Minuten hast du direkt das Buch verstanden, Ladies and Gentlemen. Das ist gerade kranker Zufall, das ist wirklich nicht geskriptet oder so. Eine wichtige Frage, Uli. Döner. Deutschland, Österreich ist ja so das Gleiche. Ja? Glaubst du, so ein Dönerverkäufer aus der Türkei selber würde den Döner hier feiern? Ja. Und glaubst du auch, dass wir den besseren Döner haben? Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Es gibt keinen besten Döner. Emotional Damage! Jeder hat seinen eigenen Lieblingsdöner. Ich sage auch nicht, dass ich der Beste bin. Das Einzige, was man machen kann, ist gute Qualität. Gute Qualität, einfach das verkaufen, was einem selber schmeckt. Mhm. Und das mache ich. Ich mache den Döner so, wie es mir schmeckt. Für Türken, in der Türkei wäre es natürlich etwas anderes, anstatt jeden Tag das Gleiche zu essen, genauso wie für uns. Momo hat gesagt, schnell eine halbe Stunde. Oder du musst mal essen, ich muss gleich wieder rüber. Danke schön, danke, die Pizza war super. Sehr gut. Ja. Ciao, ciao. So, Mittagspause vorbei. Momo ist wahrscheinlich schon sauer, weil ich... Wir waren eh schnell. So, Ladies and Gentlemen, ist auf jeden Fall schon was los hier. Jetzt schauen wir gleich mal, ob wir Döner machen können. Ich bin wieder da, Chef. Ich bin wieder da. So, Ladies and Gentlemen, wir haben ja eine Sache vergessen. Wir müssen auf jeden Fall Döner schneiden. Du musst halt mit dem Fleisch spielen, Bro. Randy wird vielleicht übernommen. Wie willst du deinen Döner? Mit alles. Mit allem? Mit alles, ja. Das wird der erste Döner, Ladies and Gentlemen, den ich mache. So. Was für Soße willst du? Knoblauch. Knoblauch ist das hier? Unten oder oben? Okay. Ihr könnt eh weitermachen, Jungs. Macht den Rest. Sonst dauert es locker 3 Stunden. Dann mit Mittagspause werdet ihr Verlust machen wegen mir. Willst du noch mehr Soße, gell? Warte. Ich mach richtig. So ist gut. Ist es so gut von der Menge? Ja? Damn, ich weiß gar nicht, wie viel man macht. Hast du heute Date? Nein. Okay, dann kann ich. Das sieht gut aus, glaube ich. Bruder, ist nicht so. Tomaten nicht so viel, aber Gurken, schau. Ah, Kraut auch noch. Hä, der sieht viel zu voll aus, oder? Das sieht einfach aus, als sie sitzt. Ich habe Handschuhe. So? Was ist das? Salz. Salz auch ein bisschen, oder? Ganz gerne. Der sieht eigentlich gut aus, ehrlich. Okay. Grillgemüse. Was magst du am meisten von Grillgemüse? Zucchini. Okay, mein Brr. Essen will er auch noch irgendwann. Ich schwöre, Döner ist schon kalt geworden in meiner Hand. Randys Döner ab jetzt, nicht mehr Ugis. Den bezahle ich, mein Bruder. Nein, lass dich schmecken. Leg noch mal so drauf, als hätte ich dir so gegeben. So! Ein Getränk kriegst du auch von mir, Bruder. Ich bezahle alles für dich. Ich sag ehrlich, wie es ist. Es sieht einfach aus, als ist. Wenn ihr mal 3-4 Minuten auf euren Döner wartet, dann beschwert euch nicht. Ja, man versucht, die versuchen hier, hier sind gerade 5 Leute am Arbeit. Ich habe euch seit heute Morgen alles gezeigt, was hier passiert. Hinter so einem Döner steckt mal wieder mehr, als man denkt. Ich werde jetzt hier rausgehen, weil es ist gerade sehr stressig und ich nerv hier gerade jeden. Was sagst du, wie ich meinen Döner gemacht habe? Super gut. Ja? Hälfte ist auseinandergefallen, aber jetzt wieder zusammen. Ja, beste Döner. Ja, es sieht einfach aus, als es ist. Also es ist crazy. Und jetzt ist auch hier schon Vollgas. Noch ist es nicht so, es kommt jetzt. Okay, das ist noch nichts. Ah, crazy. Was sagst du zu meiner Leistung? Sehr gut. Sehr ich finde es sehr gut, Mohammed leider nicht. Okay. Momo ist nicht so der Meinung wie ich. Ich sehe das so eher emotional, er ist eher so arbeitstechnisch. Also ich war keine Unterstützung,
Aber ja, ich war trotzdem da. Ich glaube, es war sehr lustig auch für euch. Immer wieder gerne. Er hat halt gesagt, bitte nicht mehr. Okay, macht euch eine eigene Meinung. Ist es egal, was ich für eine Meinung habe. Wie wir auch vorher am Essenstisch gesagt haben, ich weiß nicht, ob da die Kamera an war. Jemand hat da seinen Lieblingsdöner, jemand hat da seinen Lieblingsdöner. Es geht nicht darum, wer der Beste ist, sondern wo isst du ihn am liebsten. Perfekt. Hast du noch irgendwas zu sagen für die Zuschauer da draußen? Das Bitcoin-Halving war gestern. Muss ich noch irgendwas zeigen? Eigentlich nicht, oder? Bruder, ich glaube, der Döner spricht doch für sich, gell? Er ist wirklich gut. Also vertraut mir, wenn ihr im zweiten Bezirk seid, kommt hierher. Bye. Jungs, Männer, bye bye, danke euch, ja. Danke. Und über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr direkt die App herunterladen und 7 Tage kostenfrei nutzen. Und obendrauf habe ich noch für euch -25% auf die Premium-Version. Zu late, es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wo ist Ugis jetzt aber? Das ist super, wenn das Intro so klappt, weißt du, ich meine? Perfekt. Sonst, wie geht's? Das ist ein bisschen früh, gell? Filmt? Ja, ja. Filmst du? Ehrlich? Ah, okay. Okay. Ja, okay. Mo, mach das mit der Geste. Mach einfach so. Draußen. Oder gib mir einfach den Besen so. Ja, okay. Schon. Ja, ja. Okay. Okay, Momo, wenn ich mache heute Praktikum, was soll ich als erstes machen? Jetzt? Ja. Ja, jetzt schneide Tomate. Ja. Perfekt. Du musst sagen, ich muss kehren. Ah, okay. Ja, du musst sagen, ich muss kehren. Ah, du gehst? Du gehst kehren. Gehen? Ja. Ja, okay. Nimmst du Besen an? Ja, okay. Okay. Warte, check. Momo, ich sehe dich. Da hast du deine erste Aufgabe. Digga, als hätte ich noch nie in meinem Leben gekehrt. Kennst du diese Dinger, die so... Yeah. Wie viele Minuten brauchst du für alle Brot? 20 Minuten. Ah, das hast du hier auf Kamera. Ja? Darf ich das einblenden? Kannst du wieder schicken? Nein, Bruder. Nein, das kannst du nicht aufnehmen. Nein, okay. Schnell. Wie gesagt, wie vorhin habe ich erwähnt, die Fettschicht. Ja. Das geht nicht mit Messer, gell? So besser. Nein, nicht Messer. Schon Hunger? Sehr. Ja? Sehr, ja. Der Kollege, Ladies and Gentlemen, langsam kriegt Farbe. Oma, wie ist das hier, Mann? Branding ist gut. Gut. Sehr gut. Schau, ich würde nicht machen, das ist nur ein Foto für das, wie das aussieht. Ugis, du kannst noch näher zu mir. Komm noch ein bisschen näher. So? Nicht so. Das ist auch ein Dönerladen, wo ihr einfach Eiscreme findet. Zitronenkucheneis. Sreja. Sreja, knusprige Haselnuss. Mit allem? Ja, okay. Ciao, ciao. Ein Döner, bitte. Ciao, ciao, ciao. Mit welcher Soße? Scharf, scharf. Scharf, alles? Alles. Mit alles, Bruder? Mit alles. Super, okay. Dein Messer muss auch jetzt scharf gemacht werden, ne? Wo gehobelt wird, fällt auch Späne. Geht. Ich will die nicht filmen. Kein Käse, kein Tomat. Momo. Dankeschön. Danke dir. Was sagst du? War gut? Super. Super? Aber lange Pause gemacht. Zu lange Pause. Pause? Lange. Wir sind schon in der Planung für die nächsten Praktika, Ladies and Gentlemen. Wie gesagt, ich sage das oft in den Videos, schreibt unten in die Kommentare, wo ihr mich sehen wollt. Wenn ihr irgendwas habt, ich mache hier eine E-Mail-Adresse, schreibt auf die E-Mail-Adresse. Praktikum, wenn ihr einen Betrieb habt, wo ihr sagt, hey Randy, komm gerne bei mir vorbei, ich will zeigen, was bei mir im Betrieb abgeht, weil ich mache ein gutes Produkt. Es muss nicht Essen sein, es kann egal was sein. Alles, ja. Meldet euch. Was sagst du eigentlich? Habe ich mich gut geschlagen? Ja, ja, war echt cool, war lustig. Ja, Momo war ein bisschen... Wir schauen mal. Soll ich mal ein Praktikum mit Alan zusammen machen? In einem größeren Betrieb? Ja. Er und ich, wir bewerben uns irgendwo. Vielleicht werden wir beide genommen, vielleicht wird nur einer genommen. Genau, wer vielleicht besser wird ist. Wird keiner genommen. Ja, war geil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Danke nochmal an das Ugis-Team. Mega, ja, Mann, liebe, mega, mega, mega nette Leute. Shoutout an Momo. Momo, Mitarbeiter des Jahres. Momo. Was heißt auf Arabisch? Ich liebe dich. Anna Bahabak, glaube ich. Anna Bahabak. Ja, Mann. Ich hoffe, das heißt es. Ja, wenn es das nicht heißt. Oh ja, Habibi Momo. Habibi Momo.